Und zwar. War das hier irgend. Genau. Hier vorne. Eine Videokassette. Irgendein Schundladen soll die Videokassette haben. Inventar. Tap Hotel. Steppt uns. Nee, diese Videokassette ist für jemand ganz anderes. Ich greife mal kurz vor. Es ist für einen der. Na, wie heißen sie wieder? Gut. Es ist für einen dieser Nosferatu. Gut, was haben wir denn hier noch? Was sind denn da noch Türen? Geht nix. Hinter dem Vorhang kommen wir anscheinend auch nicht. Ja, hinter dem Vorhang ist auch gar nichts. Das sieht nur aus wie ein Vorhang. Okay, gut getrickst. Da geht nichts. So. Tja, alles still, leise, ruhig. Ja, unser Gegner ist auch schon weg, hat uns allerdings nichts hinterlassen, das ist schade. Gut, dann müssen wir einfach nur noch Isaac berichten darüber. Was hier passiert ist. Auch wenn er ihn als Verbündeten gerne gehabt hätte, was er uns aber so nicht gesagt hat. Nun gut. Eine Schwierigkeit weniger. Jahrtausende haben die Disziplin geforscht und ihr Verständnis ihres vampirischen Daseins verbessert, ihren Körper und Gedanken neue, fremdartige Gestalt gegeben. Ob aus Not oder zu Studienzwecken oder zum Vergnügen. Das geht alles immer zu schnell. Na gut. Reden wir mit dir. Ja, ich habe den Gargoyle getötet. I admit, I thought you'd come back here with a stone foot lodged in your backside, but I'm glad to see you've proved otherwise. You've got a lot of promise. It's a shame you're still working full time for the wrong side. Ich habe nichts gegen die Anarchen. I'd like to hope so. Well, if you'll excuse me. Richtig. Bis später. Was war das denn jetzt eben? Logbuch. Sie haben Isaac bei uns mitgeteilt, dass Sie sein Gargoyle-Problem gelöst haben. Vielleicht sollten Sie auch den Tremere-Regenten mitteilen. Ja. Wenn ich das so sehe, ist das schon wieder gelaufen. Wir sehen uns beim Tremere-Regenten wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt gerade nicht beim Tremere-Regenten, sondern bei. Ach, keine Kohle. Okay. So, wir sind wieder bei den Tremere. Und. Na, los, 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 los. Reden mit unseren Meister. Hello, Neonate. How can I be of assistance? Nun, haben Sie ein paar Minuten Zeit für ein paar Worte? Of course. Ich habe die Sache mit diesem Gargoyle gelöst, Strauss. You did. That's quite an accomplishment for one so young, Neonate. And with
discretion as well. Again, you impress me. Ich tue nur, was ich für richtig halte. And your efforts are well appreciated. Please accept this gift as payment for your accomplishment. The Tremere Clan appreciates your confidentiality. Eine Perle von Dubai. Aha. Ich sagte ja schon, mein Interesse gilt dem Anliegen des Clans. Yes, indeed. You have more than proven yourself, and I have spoken of you to my lord. He and I both agree that you would be a great asset to the clan. Und was heißt das? It means that you are welcome to join the Chantry as an apprentice. As a result, you will live here in a room of your own and enjoy the luxury and privacy it affords you. Do you accept this honor, Neone? Ja, ich werde es annehmen. Natürlich. You knew that I was right about you. Welcome to the pyramid, my apprentice. Your things have already been moved from your haven in Santa Monica. They are upstairs waiting for you. Danke, Max. Nur eine Sache. Of course. Ich habe ein paar Fragen an Sie. What is it you would like to know? Was wissen Sie denn über den Sarg von Ankara? No more than yourself. But I do know that LaCroix is much too focused on acquiring it. His obvious need for it reveals a weakness that his enemies may one day exploit. Yep. Was glauben Sie ist drin? I do not know. Although I must admit that I sense a change in the night air. Something subtle and not altogether pleasant. Perhaps the arrival of the sarcophagus is the harbinger of something more dreadful. Zum Beispiel? I will say no more. Na gut, ich habe noch ein paar weitere Fragen. What did you would like to know? Über die Camarilla. Surely. What else would you like to know? Was hältst du vom Prinz LaCroix? LaCroix is a prince, neonate, and a ventrue on top of that. Even if he weren't as young and indiscriminate as he's already proven himself to be, But I say too much. Let us just say that he and I have differing ideas on the use of power. Großartige Animation. Ist schon in Ordnung, Sie können mir vertrauen. Was für eine Meinung haben Sie wirklich über ihn? Well, without saying too much, I think that Sebastian LaCroix lacks the usual discretion necessary to be a prince. I see in him a lust for power that overshadows his responsibility to the Camarilla. Hochinteressant. Wirklich? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten das besser? No, young one. I aspire not to such lowly heights. My only das ist einfach, ist er nicht aus der Reserve zu locken. And the Camarilla. In dieser Reihenfolge? You will do well in this new life, young one. That I can see already. Naja gut, ich muss dann gehen. Bis dann, Max. Aber jetzt ist die Frage, hat er vielleicht einen neuen Auftrag für uns? Hello, Neonate. How can I be of assistance? Ein paar Minuten Zeit für ein paar Worte. Of course. Du hast nichts für mich. Okay, gut, dann verschwinde ich mal. Bis dann. Ich bin gespannt auf die Wohnung. Ich habe sie noch nie gesehen. Gut. Links, rechts, links. Zack. Und hopp. Dann sehen wir mal in den Briefkasten. Ich denke, er hat nicht alles in die Wohnung gebracht. Oho. Tür zu. Wow, die Wohnung ist noch fetter als die vom Prinzen.
Was ist im der Truhe? In der Truhe. Kaliber 12 Röhrenfutter für die Ithaka. Ja, gut. Ich hatte aber gar keine Munition. Was ist das denn? Ein Daimonori. Dieser Anhänger fühlt sich heiß an. Diese Hitze dringt in ihr Inneres und erfüllt sie mit neuer Zuversicht. Sie sind sich nicht sicher, ob diese Macht ganz die ihre ist, aber ihrer Verlockung können sie sich unmöglich entziehen. Erhöht den Schaden aller dramaturgischen Effekte um 40%. Weia! Her damit! Okay. Das heißt, ich muss meine Dramaturgie stärken. Ja. Ein nigelnagelneuer schicker Fernseher in einer unmöglichen Position. Ah, die Sucharbeiter nach Kanalarbeitern aus L.A. Die Feuerwehr bekämpft seit Morgenstunden den Großbrand, Rauch und Asche. Ja gut, das kennen wir schon. Ein Haufen Flaschen, eine private Bar. Drei Blutkonserven. Ja, die nehmen wir doch mit. Fehlt allerdings einiges aus dem Kühlschrank. Das werden wir noch holen. Du gehst mal leicht daneben. Nein, nichts. Dann kommst du wieder hierher zurück. So. Radio. Nö. Da gibt's auch nichts. Dann sehen wir mal in unser neues Bad. Jawohl. Das ist groß und schön. Sehr gut. Gut, ich meine, die Fliesen sind nicht so toll, aber hey, man kann nicht alles haben. Gut. Eine schöne Wohnung, bis auf das Bad. Yes. Schade, man kann sich da nicht drauf sitzen. Ich finde es stilvoll. Yes. Wir haben etwas bekommen, und zwar eine Perle von Dubai. Dieser Edelstein ist berühmt, ist die berühmte Perle von Dubai. Sie ist sehr wertvoll und voller magischer Lichtspiele, die ihr Charisma um einen Punkt anheben. Ja. Ah ja, das ist das Drehbuch von David Hedner. Das ist der aus dem Lucky Star Motel. Die Menschheit gegen die Vampirlords. Gut. Ja, ich habe in der Zwischenzeit bei dem Kampf die neuen Klamotten angezogen. Allerdings, wir haben ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Überreden ist jetzt auf 6 Charisma. Ja. Überreden war vorher auf 5, das ist das wahrscheinlich mit dem Charisma. Wir haben jetzt weniger, wir nehmen weniger Schaden durch die neuen Klamotten. Schleichen und Schnösser knacken ist auf 5. Wenn ich die Klamotten ausziehe, dann habe ich wieder 6 auf beiden. Allerdings möchte ich das mit dem Geschick ein bisschen aufwerten. Hä? Was soll das denn jetzt? Ah, jetzt. Natürlich. So, aufwerten auf 6. Ja, das ist der eine Punkt, der mir... Na gut. Dann möchte ich das Verführen natürlich aufbessern. Das geht mit Erscheinungsbild oder mit Ausflüchte.